Folgenden möchte ich mich damit beschäftigen, was biologische Vielfalt oder kurz Biodiversität eigentlich ist. Die Konvention über die biologische Vielfalt, Produkt des großen Erdgipfels in Rio de Janeiro 1992, oder auf Deutsch das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, hatte den Begriff erstmals rechtsgültig international definiert als diese Verschiedenartigkeit zwischen lebenden Organismen jeglicher Herkunft, und dazu gehören eben Organismen, die auf dem Land leben, im Meer oder in aquatischen Ökosystemen allgemein, und genauso einschließen die ökologischen Komplexe, zu denen diese Organismen gehören, betonen, dass biologische Vielfalt einschließt die Vielfalt zwischen Arten, aber auch innerhalb der Arten, genauso wie die Vielfalt von Ökosystemen. Biologische Vielfalt ist etwas, was uns intuitiv einleuchtet über die Formen und Farben des Lebendigen. Biologische Vielfalt ist etwas, was uns berührt, womit wir uns beschäftigen in der Kunst oder hier auf einem Souvenirmarkt, etwas, was wir uns auch in unsere eigenen vier Wände holen, woran wir uns erfreuen. Also wir haben einen Zugang zu dieser Vielfalt, die klar Formen und Farben betrifft, aber letztendlich hier auf diesem Bild im Grunde kaum mehr biologische Vielfalt abbildet, insofern, dass es natürlich um die Vielfalt von lebenden Systemen geht. Ganz kurz gefasst, eine Definition könnten wir sagen, die Variabilität belebter Systeme, die in bestimmten Zeiträumen und innerhalb bestimmter räumlicher Dimensionen zusammen existieren. Das ist kurz gefasst, vielleicht immer noch nicht deutlicher. Biologische Vielfalt tatsächlich schwierig, seit 1992 zu kommunizieren. Immer wenn es dann wieder eine Veranstaltung gibt, eine Vertragsstaatenkonferenz etwa der Biodiversitätskonvention, dann wird in der Presse überlegt, wie kann man das kommunizieren, und dann wird meist von Artenvielfalt gesprochen. Aber es ist eben nicht nur die Artenvielfalt, die biologische Vielfalt geht natürlich zurück auf die genetische Variabilität, das permanente Experimentieren von lebenden Organismen mit unterschiedlichen Ausprägungen, letztlich von Formen und Funktionen, die sich dann deutlich machen, etwa hier auf dem Bild zu sehen, tatsächlich in unterschiedlichen optisch differenzierbaren Formen und Farben. Hier handelt es sich um Maiskolben, die allesamt von dem gleichen Acker in einem Andinen-Trockental in Bolivien geerntet worden sind. Wo natürlich dahinter steht, dass es zu Mutationen gekommen ist im Erbmaterial, in der DNA, im Mais, was nicht dazu führte, dass irgendwie direkt eine neue Art entstand, aber unterschiedliche Eigenschaften, die man zum Teil sehen kann, zum Teil schmecken, zum Teil, sind es Eigenschaften, die die Konkurrenzstärke, Resistenz, Resilienz von Organismen beeinflussen. Artenvielfalt ist es natürlich auch, ganz klar, diese Biodiversität, die uns auch besonders einleuchtet, weil wir diese unterschiedlichen Lebensformen erkennen und auch sehen, dass die irgendwie die belebte Natur ausmachen, und womit wir immer noch beschäftigt sind, tatsächlich überhaupt zu verstehen, wie viele unterschiedliche Lebensformen es denn gibt auf der Erde. Wir haben noch nicht einmal das Inventar der biologischen Arten abgeschlossen auf unserem
Planeten. Ja, wir haben gute Fortschritte gemacht, genetische Vielfalt zu erkennen. Wir kartieren Genome inzwischen, aber das betrifft selbstverständlich auch nur sehr wenige Arten im Verhältnis zu denen, die tatsächlich existieren. Und bei der simplen Frage, wie viele Arten gibt es eigentlich, scheitern wir seit Jahrzehnten eigentlich eine angemessen akkurate Antwort zu geben. In einigen Gruppen sind wir, naja, so seit dem 18. Jahrhundert systematisch dabei, sie tatsächlich zu beschreiben. Carl von Linné hat damit begonnen, auch dann diese lateinischen Namen zu vergeben und bestimmte Regeln einzuführen, die dann immer weiter verfeinert wurden von den sogenannten Taxonomen, die sich damit beschäftigen, Namensetiketten an alle Organismen zu hängen, sozusagen. Und nach wie vor werden selbst von auffälligen Arten, Säugetieren, Amphibien, Pflanzen, sogar Bäumen, immer noch neue Arten gefunden, überwiegend in den Tropen, in wenig erforschten Gebieten. Aber ja, von den weniger auffälligen Arten, den Insekten oder gar Mikroorganismen, wissen wir doch sehr viel weniger, sodass wir nur wissen, klar, es gibt Millionen von Arten, ja, ob es aber 15, 30 Millionen sind, das ist nach wie vor noch gar nicht richtig geklärt. Wir wissen nur, klar, wie viele Arten beschrieben worden sind, tatsächlich von den Taxonomen, und das ist dann bisher nur ein Bruchteil im Grunde im Bereich von wenigen Millionen, unter 2 Millionen Arten. Biodiversität also, die Verschiedenartigkeit, Variabilität, Vielfalt des Lebens, letztendlich auch dieser unterschiedlichen Formen, hinter denen aber selbstverständlich Funktionen stehen, auf allen Ebenen, auf der Ebene der genetischen Vielfalt, der Artenvielfalt und darüber hinaus. Und selbstverständlich wissen wir, dass das System des Seienden aufgebaut ist wie ein verschachteltes System, und das gleiche gilt für die biologische Vielfalt, wo immer kleinere Bestandteile eine Komponente sind von etwas größerem Ganzen. Und wir machen uns daran, klar, diese Vielfalt zu beschreiben, zu registrieren. Ich sprach schon gerade darüber, auf einigen Ebenen ist es leichter zu zählen, auf anderen Ebenen durchaus noch schwieriger, weil vielleicht auch gar nicht so ganz klar ist, was ist jetzt ein abgeschlossenes Ökosystem. Und wie viele Populationen gibt es, das ist dann entsprechend noch weniger leicht zu beschreiben. Tatsächlich ist das Problem auch, dass wir dazu neigen, nur in kurzen Zeiträumen zu denken. Dabei ist völlig klar, dass die Biodiversität skalenabhängig ist, und zwar in der Dimension Raum und Zeit existiert, und wo es bestimmte Einheiten gibt des Lebens, die über einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Raum existieren. Und klar, wenn dann noch diese Verschachtelung hinzukommt und die Interaktion zwischen den verschiedenen Einheiten, ist es gar nicht so ganz einfach, sich darauf zu verständigen, wovon wir sprechen. Nicht? Meinen wir, die Biodiversität in einem bestimmten Raum, das kann ein Kontinent sein, ein Land, meinen wir das zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt oder über die letzten 10 Jahre oder 100 Jahre. Und das ist etwas, was also bedeutsam ist, sich klar zu machen, dass wir immer auch nur einen Schnappschuss natürlich uns anschauen im Moment und alle Organismen irgendwo herkommen im Zuge der Evolution, dass Arten sich abwechseln, ineinander übergehen, dass
genetisch definierbare Einheiten sich miteinander vermischen, voneinander auftrennen, dabei Spuren hinterlassen. Insofern, klar, ein komplexes Geschehen und damit ist Biodiversität auch ein komplexes Objekt, womit wir uns beschäftigen, als Schutzobjekt etwa im Naturschutz. Zu der Schwierigkeit festzulegen, wie viele Arten gibt es eigentlich in Raum und Zeit. Klar kommt hinzu, dass wir in unterschiedlichen Gebieten der Erde unterschiedlich gut nachgeguckt haben. Wir haben eine sehr viel bessere Vorstellung davon, wie viele Arten es gibt in Nordeuropa als etwa in den Tropen, wo deutlich geworden ist, dass dort just natürlich die allermeisten Arten existieren. Hier ein Blick auf eine globale Karte, die in der Universität Bonn erarbeitet wurde, in einer Arbeitsgruppe, die sich viele Jahre damit tatsächlich zum ersten Mal systematisch beschäftigt hat, die Vielfalt von Pflanzen zunächst mal zu kartieren, ausgehend von den Befunden der Literatur, verschiedene Quellen zusammenfassend. Und was natürlich ganz bedeutsam ist, um auch sich vieles klarzumachen, was diese ungleichartige Verteilung von Diversität im Raum bedeutet. Hier sehen wir verschiedene Farben für die unterschiedlichen Diversitätszonen. Und zwar sind dargestellt jeweils die Artenzahlen pro 10.000 Quadratkilometer. Es geht hier nur um die Gefäßpflanzen, also die sogenannten niederen Pflanzen. Moose, Algen sind dabei nicht erfasst. Und wir haben 10 Diversitätszonen eingeteilt. Die weiße wäre sozusagen die am wenigsten artenreiche mit weniger als 100 Arten pro 10.000 Quadratkilometer. Und die rote ist sozusagen dann diejenige, die die Hotspots ausweist, mit über 5.000 Arten von Gefäßpflanzen pro 10.000 Quadratkilometer. Wir erkennen eine Unterschiedlichkeit, wenn wir uns von den Polen dem Äquator nähern. Es gibt hier zum Beispiel so eine Abfolge von Diversitätszonen, die dann langsam immer höher werden, wenn wir von Norden nach Süden hier vordringen. Wobei es dann Unterbrechungen gibt, wie hier in den Subtropen Afrikas ausgeprägt, eine Niedrigdiversitätszone. Klar, das sind die Wüsten, die hier deutlich zutage treten, wo wir auch dann schon anfangen nachzudenken über Einflussgrößen. Was beeinflusst eigentlich diese Verteilung der biologischen Vielfalt? Das ist natürlich das Klima, die Verfügbarkeit von Wasser erstmal für Pflanzen von zentraler Bedeutung. Und dann sehen wir, dass es dort, wo es feucht und warm ist, in den Tropen entlang des Äquators, es die dunkelsten Farben gibt, also die höchste Diversität von Pflanzen, was zu tun haben könnte mit Temperaturen, aber gegebenenfalls auch anderen Faktoren, die mit der Temperatur korrelieren. Und ganz klar, hier geht es natürlich auch um die Einstrahlung von Sonnenenergie, die Pflanzenwachstum ermöglicht, Produktivität. Das ist das eine. Zum anderen, wenn wir über das Klima nachdenken und feststellen, dass es nicht immer so gewesen ist wie gerade heute, müssen wir anerkennen, dass auch Klimageschichte eine Rolle gespielt hat, dass etwa es Eiszeiten gegeben hat, die dazu führten, dass die Niedrigdiversitätszonen mit dem Eis zusammen weiter nach Süden vorgestoßen sind, vor kurzer Zeit noch. Und wir uns also vorstellen müssen, dass Arten, die entstanden sind auf der Erde, immer zugezwungen waren, auch ihre Areale zu verkleinern, zu vergrößern, zu verschieben,
soweit ihnen das gelungen ist. Oder eben, klar, waren es auch Prozesse, die dazu führten, dass Arten ausgestorben sind. Und diese historische Perspektive ist dann auch relevant, um zu begreifen, dass es etwa dort, wo wir die gleiche Energieeinstrahlung haben in den Tropen, nicht überall gleich viele Arten gibt. Also wenn wir das uns anschauen hier in zentralen Afrika, im Regenwaldgebiet des Kongo-Beckens, fällt auf, dass die Diversität kleiner ist als etwa in Amazonien. Und das sind offenkundig, soweit die Wissenschaftler das bisher sehen, historische Faktoren, die bedingt haben, dass in Afrika zu Eiszeiten, die es natürlich hier im Kongo-Becken nicht gab, die aber einhergingen mit einer starken Trockenzeit, tatsächlich mehr Arten ausgestorben sind, beziehungsweise ja, hier einfach Räume fehlten, wo Arten überleben konnten. Das hat damit zu tun, dass in bestimmten geografischen Situationen umweltmäßig stabilere Verhältnisse gegebenenfalls in bestimmten Refugien existierten, wo Arten überdauern konnten. Und solche Refugien, ökologisch stabilere Refugien, hat es etwa in Südamerika gegeben, im westlichen Amazonien, im Zusammenhang mit den Anden, diesem Gebirge, was ja im Grunde von Nordamerika kommt, dann hier das Rückgrat Amerikas darstellt. Und ja, wenn wir über diese Gebirge nachdenken, sehen wir, dass die hier zum Teil nachgezeichnet worden sind von diesen Diversitätsmustern. Und wenn wir uns fragen, wo gibt es eigentlich hier die Hotspots, erkennen wir, dass diese Farbtupfer auch mit geografischen Besonderheiten korrelieren. Also just hier diese Hochgebirge, die Anden spielen eine Rolle, aber auch selbst in Europa sehen wir dann Alpen, Karpaten, wir sehen den Balkan gegebenenfalls. Wir erkennen hier in Asien die Südabdachung des Himalaya als ein rötliches Band mit erhöhter Diversität. Und wir erkennen, okay, Gebirge spielen eine große Rolle beim Bereitstellen von sehr unterschiedlichen Lebensräumen auf engem Raum, unterschiedliche Höhenstufen, Klimate, kleinräumige Differenzierung von Lebensbedingungen in diesen Berg- und Talsituationen, die Artenvielfalt ankurbeln. Gegebenenfalls besonders dann, wenn diese Gebirge auch noch in jüngerer Zeit erst sich entfaltet haben und eine gewisse Dynamik der Geomorphologie, Topographie, auch eine Dynamik der Evolution mit ankurbelt. Wir kennen nochmal auf die Tropen schauend dann hier durchaus auch hohe Diversität in Südostasien, hier natürlich nochmal eine ganz andere Situation, wo also hier das Tropengebiet, Regenwaldgebiet zersplittert ist in diese großen und sehr kleinen Inselgruppen, was nochmal eine andere Situation darstellt und auch Evolution befeuert. Nicht notwendigerweise bedingt, dass mehr Arten auf Inseln vorkommen, aber klar, auf großen Inseln wiederum hier auch mit Gebirgen. Hier Borneo fällt auf, wo es einen sehr hohen Berg gibt, den Mount Kinabalu, der zu einem Diversitätszentrum weltweit gehört. Auf Inseln, das ist nochmal ein anderes Phänomen, gibt es natürlich sehr viel mehr Arten, die es nur dort gibt. Diese Arten nennen wir Endemiten. Dazu gleich noch etwas mehr. Aus Naturschutzsicht, wenn wir auf diese Muster gucken und erkennen, die sind ungleichartig, die Lebensvielfalt ist unterschiedlich verteilt. Im Naturschutz immer die Frage, was
müssen wir vorrangig erhalten? Sind das die Räume, wo am meisten Arten vorkommen? Sind das die Regenwälder, die wichtiger sind als die borealen Nadelwälder, die nur eine geringe Diversität aufweisen? Welche Bedeutung haben artenarme Wüsten? Ist Amazonien wichtiger als das Kongo-Becken? Das sind Fragen, die schon gestellt wurden und die auch relevant sind für Institutionen etwa, die investieren in Schutzprojekte, in die Einrichtung von Schutzgebieten. Und dann klar, stellt sich die Frage, ist es relevanter, hier Schutzgebiete im westlichen Amazonien einzurichten, als in Nordamerika? Lass diese Frage hier zunächst mal stehen, wobei sicherlich schon klar ist, dass die Anwesenheit von einer gewissen Zahl von Arten allein vermutlich nicht das Kriterium sein kann. Das ist eine weitere Weltkarte, die hier auch wiederum die Gefäßpflanzen betrifft, und zwar die Vielfalt von Arten mit einer geringen geografischen Verbreitung. Das ist die sogenannte Endemism, Richness, der Endemismus, Reichtum. Und wo also einfließt letztlich die Arealgröße und die Zahl der Arten. Und da sehen wir, dass in bestimmten Gebieten sich das nochmal stärker konzentriert. Also höchste Endemismus-Reichtum-Region hier im nördlichen Südamerika, Ecuador, Kolumbien, die sogenannte Chocó-Region, die nebenbei auch als ein absolutes Diversitätszentrum auffiel, wo hier also bestimmte Faktoren zusammenkommen, im Gebiet mit hohen Niederschlägen und hoher geografischer, topografischer, geologischer Vielfalt. Oder hier in Südamerika dieser Randstreifen der Mata Atlantica, der Küstenregenwald in Brasilien. Auch sehr artenreich, aber mit sehr vielen Arten, die es nur dort gibt. Und da ahnen wir auch schon, dass das historische Faktoren sind, die Arten zum einen gehemmt haben könnten, sich auszubreiten durch klimatische Bedingungen, die lange Zeit irgendwie nur in einer bestimmten Region gegeben waren, Barrieren der Ausbreitung, die insbesondere auf Inseln relevant sind. Und da wundert es uns nicht, dass die allermeisten Gebiete mit besonders hohem Endemismusreichtum tatsächlich tropische Inseln sind, die also aus dieser Perspektive der Einzigartigkeit der Lebewesen, die es dort gibt, auch eine besondere Beachtung verdienen. Nochmal hier auch die Frage, die große Naturschutzfrage, was erhalten? Klar, aus bestimmten Gründen ließe sich das rechtfertigen, sich hier auch auf diese Gebiete ganz besonders zu fokussieren, wissend, dass das hinter dieser Artenvielfalt eine genetische Vielfalt und Einzigartigkeit steckt, die, wenn sie einmal verloren ist, dann auch verloren ist, unwiederbringlich. Also das sind alles Ansätze, die es in der Wissenschaft gegeben hat in den letzten anderthalb, zwei Jahrzehnten, um tatsächlich mal besser zu verstehen, was hat das mit der Biodiversität auf sich, wo ist sie, welche Bedeutung hat sie, aber im Moment ist das hier mal nur Zählen und Erfassen von Unterschiedlichkeit. Wenn wir auf Arten schauen, wie hier auf diese Auswahl von Orchideen, sämtlich in Bolivien lebend, sind wir direkt auch wieder ästhetisch angesprochen. Wir lieben ja Blüten, Pflanzen, genau wegen dieser luxuriösen Vielfalt von Formen und Farben, wobei die Pflanzen das gar nicht für uns hier veranstalten, sondern tatsächlich um Bestäuber anzulocken. Und ganz unterschiedliche Arten von Bestäubern, die teilweise hier in Kessel fallen, vorübergehend gefangen werden, damit sie die Bestäubung ausführen, die getäuscht werden von
Orchideen hier in diesem Fall, Gattung Oncidium, vorspiegeln bestimmten Arten, dass man da einen Sexualpartner finden könnte, was dazu führt, dass Insekten daran fliegen, sich dann den Pollen aufladen und ihn dann zu einer anderen Blüte tragen. Oder hier ja, eine Orchidee, die von Kolibris bestäubt sind, unterschiedliche Signale für unterschiedliche andere Arten, die hier eingeschaltet sind in den Dienst der Fortpflanzung. Dienst, Funktion, da sehen wir natürlich, dass diese Vielfalt etwas ist, was nicht einfach so passiert ist, sondern tatsächlich im Dienste der Funktion des Fortkommens, der Entwicklung der Arten, aber dadurch auch etablierend Netzwerke von Beziehungen zwischen Organismen. Hier exemplarisch Bilder von Blüten wiederum unterschiedlicher Gefäßpflanzen, und wenn man genau geschaut hat, sehen wir auf diesen Blüten jeweils Spinnen, das sind sogenannte Krabbenspinnen, die mehr oder weniger gut sich tarnen, auf diesen Blüten leben und darauf warten, dass Bestäuber kommen, von denen sie sich dann ernähren. Und schon sehen wir hier durch diese Bilder dargestellt die Komplexität, die sich ergibt, dass Arten letztlich diese Vielfalt nutzen, sich einschalten auch in das Beziehungsgeflecht und sich dadurch auch Lizenzen ergeben, zu existieren, bestimmte Dinge zu tun im Ökosystem. Und das ist es am Ende, was biologische Vielfalt darstellt, dieses Beziehungssystem. Es geht gar nicht nur um die Formenvielfalt, sondern es sind vor allem die vielen Interaktionen, die eine Rolle spielen, die wiederum ökologische Prozesse antreiben, die etwas machen mit den Mitspielern in diesem System, aber dann auch mit dem Gesamtsystem. Hier ist es für ein ausgewähltes afrikanisches System in Sansibar dargestellt, wo bestimmte Gruppen miteinander nicht nur in Konkurrenz treten oder sich voneinander ernähren und Bestäubung betreiben, sich gegenseitig regulieren und letztlich auch Stoffflüsse, Energieflüsse organisieren, die Fortpflanzung durch Ausbreitung von Samen bedingen, die Erneuerbarkeit und Entwicklung des Gesamtökosystems durch die Bildung von Boden und Humus betreiben und so weiter und so fort. Ökosysteme sind nicht konstruierte Einheiten, irgendwelche Gebiete, um die Menschen dann beliebige Grenzen ziehen, sondern sie sind definiert dadurch, dass Organismen miteinander in Beziehung sind, und zwar in bestimmten Gefügen intensiver untereinander. Sicherlich kann man das auch quantifizieren anhand der Energie- und Stoffflüsse, die unterwegs sind in einem solchen Netz von bestimmten Organismen, wie etwa einem Waldökosystem oder hier einem terrestrischen System oder in einem Gewässer. Was nicht heißt, dass bestimmte Arten, wie etwa hier so ein Greifvogel, der sich ernährt mit Organismen, die im Gewässerökosystem aufwachsen und ihre Energie beziehen, genauso wie von Organismen, die an Land leben. Diese Organismen verbinden letztlich die Ökosysteme. Es gibt diese Brücken, was bedeutet, dass es keine absolute Trennung gibt zwischen diesen Ökosystemen. Es sind ja auch offene Systeme. Energie kommt allemal von draußen rein. Aber es gibt also diese Einheiten, die definiert sind durch dieses Beziehungsgefüge, was komplex ist, sich dynamisch verändert, wo wir uns vorstellen müssen, dass auf den anderen Ebenen der Biodiversität permanent auch etwas passiert. Nicht? Also jeder
jede einzelne Art besteht letztlich dann aus Populationen, die aus sich miteinander fortpflanzenden Individuen besteht, in denen sämtlich auf Zellebene gearbeitet wird, in denen genetische Mutationen passieren, in denen dann dieses genetische Material ausgetauscht, rekombiniert wird. Es gibt Evolution auf allen Ebenen. Insofern ist ein Blick auf ein solches Netzwerk auch nur ein Schnappschuss. Wir schauen auf Ökosysteme aus unserer menschlichen Brille sozusagen ganz klar mit einer Motivation, die bedeutet, okay, was wollen wir von dieser Biodiversität? Wir prägen Ökosysteme nach eigenen Vorstellungen und zum Teil das, was wir uns gefällt, sozusagen, ist ästhetisch, ist nicht notwendigerweise artenreich. Hier so ein Beispiel eines Zierrasens. Und wenn wir da reinschauen, werden wir nicht sehr viele Arten erkennen, im Wesentlichen eine Grasart. Und wir würden uns auch schwer tun, hier eine große Insektenvielfalt und Säugetiervielfalt zu erkennen und so weiter und so fort, wo wir auch erkennen, das korreliert dann natürlich. Also je weniger Arten, vor allem von Pflanzen, existieren in einem System, desto weniger Lizenzen werden angeboten für Konsumenten, für Destruenten im Ökosystem. Und insofern, das am Rande, klar, müssen wir uns immer zu Gedanken machen, was das mit unserer Erdoberfläche macht, wenn wir Menschen so viel Fläche umgestalten hin zu sehr artenarmen Systemen. Nicht? Wenn wir uns hier beschäftigen mit der Biodiversität auf diesem Vorplatz des eines Museums in Berlin, ist die nicht besonders großartig ausgeprägt. Und was bedeutet das im Vergleich zu den wirklich artenreichsten Systemen? Und ist das nur ein ästhetisches Problem? Natürlich nicht. Letztlich, wir haben es ja schon betont, steckt hier hinter all diesen verschiedenen Organismen, in diesem Fall ein Regenwaldgebiet, Bergregenwald in Ecuador, Aktion, Interaktion, physikalische Arbeit und Leistung. Letztlich wird hier etwas geschaffen, wie zum Beispiel Biomasse, es wird Energieangebot dargereicht in Form von Nektar für Bestäuber, denen dann erlaubt wird, dort zu existieren. Es ist eine physikalische Arbeit, die einhergeht mit der Umgestaltung der Erdoberfläche und dem Betreiben von einem Wasserhaushalt. Es gibt hier Verdunstung, die dahinter steht, Kühlung, Festlegen von Kohlenstoff, also eine Einmischung in große Stoffkreisläufe durch diese Systeme. Und das Ganze alles betrieben von der biologischen Vielfalt. Im Zuge der Erforschung der Biodiversität seit 1992 hat es unterschiedliche Richtungen gegeben, wo ganz klar zum einen mal die Frage da war, wie viel haben wir eigentlich davon, wo ist Biodiversität, aber dann schon auch immer mehr die Frage, wie wirkt denn Vielfalt auf etwa die Funktionstüchtigkeit von Ökosystemen, wo es inzwischen viele klare Hinweise gibt, dass diese Funktionstüchtigkeit oder Funktionalität korreliert mit der Vielfalt, hier dargestellt in einem Artikel, hier sozusagen bildlich schematisch und mit vereinfachten Grafiken die Ausprägung von bestimmten Leistungen im System in Abhängigkeit von der Vielfalt. Hier haben wir ein artenreiches Landnutzungssystem, ein Ökosystem, was
agrarisch genutzt wird, aber nur mit geringer Intensität und hier mit höherer Intensität, wo wir sehen, es sind viel weniger Arten, es ist ein reduziertes Netzwerk und auch die Biomasse ist geringer von den Arten, die in beiden Systemen vorhanden sind und hier ist dann verglichen worden, wie etwa die Leistungsfähigkeit abschneidet und wo man erkennt, dass etwa die Produktivität, das ist interessant in diesem Fall, der zu erntenden Früchte geringer ausfällt im biodiversen System als in einem Hochintensitätssystem, was sicher auch nochmal genauer zu beleuchten wäre, weil es ja eine Frage ist, warum wird hier mehr produziert, gegebenenfalls auch, weil mehr Energie zugeführt wird in Form von Kunstdüngern, Bearbeitung, Pestiziden, was allerdings dann auffällt, klar, die anderen Leistungen wie Bestäubung, natürliche Kontrolle von Schädlingen oder auch der Abbau von organischer Substanz, das fällt alles besser oder höher aus in dem weniger genutzten System, wo entsprechend mehr Arten tätig sind. Es gibt unterschiedliche Arten, sich diesem Problem zu nähern, dieser Fragestellung, wie beeinflusst biologische Vielfalt die Funktionstüchtigkeit. Lange Zeit gerade hat man sich auch beschäftigt mit der Frage von Produktivität. Wichtig sind dabei Experimente. David Tillman ist ein wichtiger Autor, der hier mit Kollegen in einem Science-Artikel die Ergebnisse eines Langzeitexperiments in Grasland-Ökosystemen darstellt. Etwa hier sehen, die oben links die Biomasse, die oberirdische Biomasse und die Arten, die vorkommen in diesem System. Das ist tatsächlich experimentell manipuliert worden, hat also gezielt einzelne Arten eingesetzt und dann gemessen die Biomasse und das dann auch in verschiedenen Jahren und wo man sieht, nach gewissen Zeiträumen schien da eine gewisse Tendenz zu sein, wobei dann zum Beispiel irgendwann weniger artenreiche Systeme stärker vorankamen mit der Biodiversität als die artenreichsten, was eine wichtige Botschaft ist, ohne hier auf weitere Details einzugehen, dass aber im Langzeitraum letztlich tatsächlich deutlich wurde von 1999 bis 2000, dass die meiste Biomasse entstanden ist, erwirtschaftet wurde von den Systemen, die tatsächlich die höchste Artenvielfalt hatten. Also hier auch diese Botschaft letztendlich, dass wenn wir auf Funktionen schauen, auf Leistungsfähigkeit von biologisch vielfältigen Systemen, es häufig nicht ausreicht, nur auf einen Zeitraum zu schauen, sondern die Frage ist, okay, die Skalenabhängigkeit ist hier auch gegeben, häufig werden bestimmte Effekte erst in längeren Zeiträumen oder auch über größere Räume deutlicher. Hierzu auch ein Beitrag, einer von sehr, sehr vielen, die sich inzwischen beschäftigen mit diesem Problem, wie hängt die Funktionstüchtigkeit ab von Ökosystemen, von der biologischen Vielfalt. Ein Artikel, der just bespricht, dass Experimente nicht hinreichend sein können in der realen, komplexen Welt der Biodiversität, dass es auch andere Ansätze braucht, um das wirklich zu beschreiben. Weil, klar, Experimente in kleinen Plots, in Blumentöpfen gemacht werden können, auf ein paar Metern, aber nicht letztlich diese großräumigen, funktionalen Einheiten abbilden und manipulieren können, damit wir die es dann in den Landschaften gibt. Und hier ein Ansatz, tatsächlich auch
großräumig sich dem Ganzen zu nähern, wo wir immer wieder uns klar machen müssen, dass es nicht nur diese lokalen Funktionen gibt, sondern gerade die großräumigen, regionalen, globalen Funktionen uns auch viel klarer geworden sind in den letzten Jahren, da wir sie auch dringender brauchen, wie etwa die Speicherung von Kohlenstoff, aber ja, auch die Stoffkreisläufe und so weiter, in die etwa ja, Organismen eingeschaltet sind im Ozean. Große Organismen wie die Wale, die ja, Nährstoffpumpen darstellen im Ozean. Und das Ganze über große Flächen und lange Zeiträume betreiben. In diesem Artikel auch hier ganz schön dargestellt, etwas, was wir auch gelernt haben, dass diese Interaktion von Organismen Ökosystemprozesse darstellen, die zum Beispiel Nahrungsbeziehungen sein können oder irgendwie die Ausbildung von Schalen, von kalkhaltigen Skeletten, Wachstum überhaupt, Mobilität, also die verschiedenen Prozesse, die dazu führen, dass in Ökosystemen dann bestimmte Funktionen existieren, wie Produktivität, das ist ein Ergebnis der Interaktion von Organismen oder die Zersetzung von organischem Material und damit die Wiederbereitstellung von Nährstoffen, Kohlenstoffeinlagerung wurde schon genannt. Ja, abgeleitete Form von Funktionen wie eine Resilienz des Ökosystems, die Fähigkeit auf Störungen zu reagieren, sich wieder zu reparieren oder wieder ja, entwicklungs- und arbeitsfähig zu werden. Und das sind also die resultierenden Funktionen, die dann wiederum vom Menschen auch teilweise erkannt und wertgeschätzt werden. Dann als Ökosystemleistung definiert werden und abgegriffen werden, wie etwa die Nahrungsmittelproduktion im Ozean oder die regulierenden Leistungen, die mit der Regulierung von Klima oder Wasser oder Luftqualität zu tun haben, die Entgiftung von verschmutzten Systemen und so weiter und so fort. Soweit sind wir fortgeschritten mit der Analyse der Dinge, die dahinter stecken, die oberflächlich betrachtet einfach nur eine Vielfalt von Farben und Formen sind, etwas, was hübsch anzusehen ist und wo wir sagen, ja, wo viel ist, das ist spannend, das interessiert uns, vielleicht verdient das auch mehr Schutz, gegebenenfalls gibt es dann aber auch eine Menge weitere Gründe, die natürlich dann mit den Funktionen zusammenhängen, dass wir uns für die biologische Vielfalt interessieren sollten, dass wir hinter die Kulisse zumindest uns denken sollten und fragen sollten, warum ist das entstanden, all diese Vielfalt auf der Erde, was macht das mit der Erdoberfläche, mit der gesamten Biosphäre, mit der Atmosphäre, was macht das mit der Lebensfähigkeit des gesamten Systems und mit unseren Lebensgrundlagen. Biodiversität, also Grundlage letztlich von allem in diesem System des Lebendigen und weitaus mehr als etwas, was wir schützen sollten aus romantischen